Wir sind hier bei Dell in München und Marco Schütz wird uns jetzt das Studio XPS 16 vorstellen. Marco, was gibt's Neues? Ja, hallo Sebastian. Also wir haben bei dem XPS 16 haben wir eine ganze Menge Neuerungen. Wir haben ein komplett neues Gehäusedesign, was man sicherlich gut erkennen kann. Wir haben sehr viele Detailveränderungen am Gehäuse gemacht. Wir haben eine Hochglanz-Schwarz-Oberfläche mit Druckgussaluminium und Ledereinsatz. Das Gerät ist also sehr hochwertig in der Verarbeitung her, fasst sich sehr gut an. Wir haben eine ganze Menge zusätzliche Anschlüsse zugefügt. Wir haben zum Beispiel generell einen eSATA-Port zur Anbindung von externen Festplatten mit sehr hoher Geschwindigkeit. Wir haben zusätzlich die klassischen USB-Ports mit einer Lademöglichkeit ausgestattet, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das heißt, man kann ohne das Gerät anzuschalten seinen MP3-Player und sein Handy aufladen, was sehr praktisch ist. Wir haben zusätzlich zu den normalen klassischen Anschlüssen für Monitore wie VGA und HDMI den brandneuen DisplayPort eingebaut, um auch hochwertige Monitore anzuschließen der neuen Bauart. Das Gerät ist weiterhin mit einer beleuchteten Tastatur ausgestattet, die im Standardpaket enthalten ist. Das heißt, auch wenn ich schlechte Lichtverhältnisse habe oder abends noch arbeiten will, kann ich die Tasten besonders gut sehen. Das ist also auch eine sehr feine Sache. Wir haben außerdem noch ein 2.1 Audiosystem, das heißt zu den normalen Stereo-Lautsprechern noch zusätzlich einen Subwoofer eingebaut, der von unten sichtbar ist. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Schmankerln. Wir haben eine sehr starke Grafikkarte integriert. Es gibt optional einen völlig integrierten TV-Tuner, mit dem man also überall DVB-T-Fernsehen schauen kann. Und das ist sicherlich ein sehr interessantes Paket, was halt speziell auf Multimedia-Anwender abzielt mit HD-Tauglichkeit, Blu-ray-Laufwerk und so weiter. Wir haben auch am Unterboden im Detail einige Sachen verändert. Wir haben zum Beispiel hier neuartige Gummipuffer angebracht, damit das System möglichst stabil auf dem Tisch steht. Wir haben die Akku-Zustandsanzeige ein bisschen schicker gestaltet, also auch vom Designer optimiert, genauso wie den Akku-Auswurfschalter, der hier gummiert ist, sich sehr hochwertig anfühlt. Wir haben auch wirklich Kleinigkeiten gemacht, wie die Lüftungsschlitze zum Beispiel hier in diesem XPS-Design zu machen. Also wirklich viele Kleinigkeiten, die das Gesamtbild, den Gesamteindruck von dem Gerät deutlich verbessern. Wenn ich als Enthusiast noch was dran verändern will, ich kann durch Lösen von einigen wenigen Schrauben den kompletten Unterboden entfernen und habe damit Zugriff auf alle Steckkarten, Speichermodule und so weiter. Das ist also sehr einfach. Ein Subwoofer ist eingebaut, das ist hier, sieht man jetzt so, ist hier eingebaut und strahlt eben nach unten ab, zusätzlich zu den oben eingebauten Stereo-Lautsprechern.